So, hallo und es willkommen zurück zu Let's Play Octopath Traveler. Beim letzten Mal haben wir mit Hanit ein ziemlich ekelhaftes Vieh besiegt und ja, ich habe mich echt scheiße angestellt und musste noch mal ein bisschen leveln. Und jetzt sind wir auch nicht mehr in der Demo, das heißt, wir können so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Wir können Fähigkeiten kaufen mit Primrose und Elfin. Deswegen tun wir das einfach mal. Wir kaufen uns mal hier. Ist eine gute Frage, will ich das Tempo erhöhen? Ja, zufällige Effekte sind eigentlich nicht so meins, aber es könnte halt ziemlich krasser Shit sein. Aber es könnte halt auch ziemlich sinnlos sein im Endeffekt. Also ich weiß es halt nicht, ob ich sowas nutzen will wirklich. Das ist halt so ein Glücksspiel. Und ein Glücksspiel ist eigentlich nicht so meins. Das ist so das Schlimmste, was man machen kann, oder? Aber es könnte auch so das Beste sein, was man machen kann, je nachdem, was halt passiert. Und es kostet 25 FP, also muss ja eigentlich auch die Chance haben, was richtig, richtig, richtig krasses zu tun, oder? Ich habe doch keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir erweitern erstmal physische Verteidigung. Oder geben uns zumindest die Möglichkeit, das zu tun. Und mit Elfin. Das wäre ein starker physischer Angriff. Vergiften wäre eigentlich auch ganz cool, aber das können wir sowieso schon. Nee, das mag ich eigentlich nicht, diese Risikoattacken, wie gesagt. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal den starken physischen Angriff. Und kriegen auch neue Hilfsfertigkeiten damit, ne? Genau. Auge um Auge. Wird man mit einem physischen Angriff anvisiert, besteht eine Chance von 50% auf einen Gegenangriff. Sehr schön. Aha, ich sterbe hier ein bisschen. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen erkältet. Also tut mir sehr leid, falls ich manchmal ein bisschen kacke klinge. Gesunde Mutter erhöht die maximalen GP um 500. Das ist super. Das ist sehr schön. Okay, dann. Was ist damit? Was ich gerade übrigens meinte mit, wir können sowieso vergiften. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gezeigt habe, aber irgendjemand. Wer war denn das? Ich weiß es doch gar nicht. Aha, da ist es doch direkt. Und zwar hat Prim einen Dolch, der Ziele vergiften kann. Hin und wieder. Ist zufallsbedingt, aber reicht mir eigentlich. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Skill zum Vergiften, oder? Ach egal, ich werde ihn sowieso noch kaufen, nur halt jetzt erstmal nicht. Jetzt können wir erstmal aufbrechen in Richtung Ophelia heißt sie, glaube ich. Das ist die Klerikerin, Priesterin, irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß es gerade nicht genau, aber wir werden es ja sehen. Und ich denke, während wir auf dem Weg zu ihr sind, können wir auch ein bisschen darüber reden, was wir jetzt Neues wissen, da das Spiel jetzt ja erschienen ist. Und damit meine ich hauptsächlich Reviews. Denn das ist relativ wichtig für mich, weil oh, du bist, ich dachte, du sahst aus wie dieser Standardhändler. Tut mir leid, dass ich deine Sachen wegdrücke, aber ja, hier sind jedenfalls Sachen, die wir töten können. Ja, Tiere. Im Gegensatz zu den meisten anderen Händlern. Ja, ich sag doch, er ist ein Händler. Mensch, ist dieser unvergleichliche Jäger mehr daran interessiert, ein Verständnis für die Natur und deren Schätze in seinen Kunden zu erwecken, als Profit zu machen. Du bist echt ein grauenhafter Händler, würde ich sagen, ne? Aber meinetwegen, kann ich was von dir klauen? Immerhin. Ja, riesiger Hauer, nehme ich gerne mit. Nehme ich sehr gerne mit. Und ja, nee, 80%, ja doch, komm, hier nimm. Sehr schön. 80% ist mir dann doch noch genug. Vor allem, wenn sich das dann hinterher vielleicht noch lohnt. Guck ich mir später noch an. Ja, aber was Reviews angeht, jedenfalls. Ich weiß, man sollte sich nicht allzu sehr darauf verlassen, aber alle Reviews sagen quasi dasselbe. Die Grafik ist wundervoll, die Musik ist fantastisch und ja, die Musik ist übrigens auch fantastisch. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht angemerkt, aber sie ist echt gut. Und auch das Kampfsystem wird durchweg eigentlich überall gelobt. Was halt nicht gelobt wird, ist das, was mir eigentlich persönlich am wichtigsten ist und das ist halt leider die Story. Wird eigentlich überall als meh bezeichnet. Sie wird selten wirklich als schlecht bezeichnet, allerdings wird halt sehr stark kritisiert, dass wirklich man nur diese 8 unabhängigen Stories hat, die tatsächlich anscheinend niemals wirklich zusammenführen werden, bis auf kleine Andeutungen und so weiter. Okay, ich muss zugeben, ich habe absolut vergessen, worüber ich geredet habe, bevor dieser Kampf gerade angefangen hat. So ein Mist aber auch. Also außer, dass es halt ungefähr um Story und so ging. Ja, jedenfalls. Das finde ich halt sehr schade. Also ich habe halt darauf gehofft, dass diese 8 Stories irgendwann wirklich zusammenführen zu etwas Größerem, aber anscheinend sind es halt wirklich nur diese kleinen 8 Stories. Und auch wenn es von offizieller Seite im Voraus eigentlich nie irgendwie, ja, behauptet wurde, dass sowas passieren würde, habe ich es halt einfach erwartet, okay? Und ich kann halt mir irgendwie nicht vorstellen, dass diese einzelnen Stories jemals so interessant werden, dass sie das Spiel über 60 Stunden hinweg oder so tragen können. Egal wie gut sie als einzelne Stories nur geschrieben sind. Und ich glaube, ich habe gerade das Gebiet verlassen und bin an Ophelia vorbeigerannt. Das ist irgendwie blöd gelaufen.
Was habe ich getan? Aha, ich hätte irgendwann nach unten gehen müssen, ha? Okay, meinetwegen gehe ich wieder zurück. Okay, ich glaube, ich muss hier runter. Ja, sieht danach aus irgendwie. Das Ding ist halt, die einzelnen Stories sollen halt auch ziemlich kurz sein. Ich glaube, jede Story soll nur 4 Kapitel haben. Das heißt, dass wir von den Stories, die wir jetzt schon angefangen haben, quasi jeweils schon 1/4 gesehen haben. Und natürlich will da noch was passieren. Aber sie können halt nicht so krass werden. Und wenn danach halt echt nichts mehr kommt, was die ganzen Stories verbindet, dann wird es halt insgesamt nicht besonders viel von der Story her. Oh, das ist, was eigentlich alle Reviews kritisiert haben, die Story. Vor vielen Jahren rannte seine Tochter nach einem Streit mit ihrem künftigen Ehemann davon. Nun ist sie zurückgekehrt und er ist sich unsicher, wie er entgegentreten soll. Dennoch ist er glücklich, das Gesicht seines Enkels zu sehen. Cool. Und ein verborgenes Objekt. Wundervoll. Ich könnte mal mit dir reden, wie wär's damit? Dies ist Flammhult, die Wiege der Kirche, der Heiligen Flamme. Oh, Kirche, super, ich liebe Kirchen. Ja, jedenfalls, ich höre jetzt auf, mich darüber zu beschweren, aber ich wollte euch eigentlich nur sagen, ich habe Spaß an dem Spiel, auch aus Gameplay-Sicht. Falls ihr allerdings das Play nur gucken wollt, um Story zu erleben, ist das dann vielleicht das falsche Spiel dafür. Ich empfehle gerne mal andere Let's Plays für bessere Stories. Aber vielleicht wird die Story auch noch gut, also es ist ja nur von Reviews ausgeht, nur ich vertraue den Reviews, wenn alle davon dasselbe sagen. Alle. Aber wenn ihr sowieso nur hier seid, weil ihr mich unterhaltsam findet, aus irgendeinem Grund, dann ist irgendwas falsch mit euch, aber dann könnt ihr natürlich auch gerne bleiben. Möchte ich mich auch nicht drüber beschweren dann. Ja, ich kaufe mir erstmal gerade nichts, glaube ich, das wäre gerade sinnvoller. Hey. Ich habe gehört, dass es ziemlich kalt werden kann. Ich brauche jetzt eigentlich noch mehr Waren, die euch warm halten können. Es kann ziemlich kalt werden. Es ist nicht schon ziemlich kalt, ich meine, es schneit und... Ich meine, es ist ziemlich hübsch, wie es schneit, aber es schneit halt schon, ne? Ich wollte es anmerken. So, dann sind wir auch endlich mal da, würde ich sagen, ne? Hey, Liana, wartet. Ich werde den Entfachungsritus an eurer Stadt vollziehen. Dann tu das mal. Ihr Name ist Ophelia und sie ist Klerikerin. In ihrer Heimatstadt Flammhult erhebt sich die große Kathedrale über alles. Hinter ihren schützenden Mauern verbringt sie ihre Tage im Dienst der Flamme. Sie hilft Liana, ihrer lieben Freundin und Schwester, sich auf den Entfachungsritus vorzubereiten. Eine heilige Wallfahrt, die alle 20 Jahre stattfindet. Aber am Abend vor Lianas Abreise spielt sich eine Tragödie ab. Ophelia macht sich bereit, die Wallfahrt anzutreten und mit den Traditionen ihres Glaubens zu brechen, um ihre Adoptiveltern, ihre Adoptivfamilie zusammenzuhalten. Ja, die gesamte davon, nicht nur die Eltern. Auf diesem Weg braucht sie tapfere Verbündete, so wie euch, mein lieben Octopath Traveler. Ja. Ah, jetzt müssen wir natürlich auswitchen, weil jetzt haben wir sonst so viele Mitglieder dabei, hä? Dann werfe ich wahrscheinlich mal... Hanin macht ziemlich viel Schaden gerade. Ich würde gerade gerne Primrose rauswerfen, aber die ist meine Hauptcharakterin. Das heißt, ich darf sie gar nicht rauswerfen, deswegen ist auch so ein kleines Schlüsschen daneben, ja? Ja, sonst... werfe ich trotzdem mal nicht raus. Schade, schade. Ihr Bogen ist momentan ziemlich krass drauf eigentlich. Aber hey, dann beginnen wir mal. May the sacred flame light your path on this fine day. And may it ever shine its warmth upon you. Hör doch zu kichern, Mensch. Was zur Hölle passiert hier gerade? How many times have we said those words? And yet, they seem to take on a whole new meaning now. Ach, ist das so? Warum das denn? Each day is one day closer to my departure. Perhaps I'm more nervous than I thought I was. Liana? You needn't worry about me. I was born to make the pilgrimage. Ich mag ihre Voice-Actorin, also von Liana, nicht von Ophelia.
My father did the same 20 years ago. As his daughter, I cannot let him down. You really are incredible, Liana. I don't know how you do it. What? As the Archbishop's only true-born daughter, everyone always expects so much from you. And yet you never fail them. Each of your sermons is more inspiring than the last. And now, the pilgrimage. So much is placed on you alone. Don't be silly. I'm not alone. I have you, don't I? And everyone at the cathedral. Why, you're the one who helped me think of a topic for that last sermon, Ophelia. You even stayed up nights with me to draft it. A willing set of ears and a few pretty words, that's all I could offer you. I wish I could do something that would truly help you. Oh, abandon such worries and come, my sister. Father is expecting us in the chapel. Dann gehen wir mal auf in die Kapelle, hä? Ach ja, wie gesagt, wie ich Religion und sowas liebe doch. Aber hey, ich freunde mich jetzt einfach mal damit an für die nächsten Stunden. Für die nächste eine Stunde wahrscheinlich erstmal ungefähr. Am Anfang schufen die 13 Gottheiten das Land. Sie formten die Berge, füllten die Meere, schenkten mächtigen Bäumen und wilden Tieren das Leben. Und dann schufen sie die Menschen, damit sie herrschen sollten über das Land. Doch einer der Götter, Geldera, war zu gierig, um sich von seiner Schöpfung zu trennen. Die 12 Gottheiten des Guten waren zu einem verzweifelten Kampf gegen den grausamen Geldera gezwungen, dem Herrn über die schrecklichsten Zauber. Schließlich war es Elfric, der den Konflikt beendete, der Flammenträger und der über alles, was heilig ist. Elfric ließ Astralfeuer auf Geldera herabregnen, beraubte ihn so seiner Kräfte und schloss ihn in die Nachwelt ein. Eine göttliche Flamme, die alle Schatten vertreibt. Das ist die heilige Flamme, die das Land Ostara erhält und dem Volk so Wärme und Führung bringt. Und wie viel davon ist wirklich wahr, hä? Okay, die Welt ist voller Magie und bla bla, meinetwegen gibt's auch Götter, okay. There you are, my girls. Your Excellency, may the sacred flame ever light your path. Have you need of us here, Father? I wish to see you, that is all. Do carry on with your duties. As you wish, Your Excellency. It is as if the two of you have become women grown in but the blink of an eye. How long has it been, Ophelia, since you came to us? 15 years, Your Excellency, or near enough so. 15 years. I suppose it is little wonder that you have grown so. I was but an orphan, Your Excellency, starving and sickly. I would not have lived to see this day if you had not taken me in. I may not have said it enough growing up, but my heart is full of gratitude for all that you have given me. No need for such words, my child. We all follow the path the flame illuminates for us. Come on, Feely. We're family. You, Father, and I. There's no need to be so formal about it. Why should you have to thank us for being with you? That's what family's for. Of course. You're right, Liana. And besides, Father may be a great archbishop in here, but we both know he's just an old layabout at home. Isn't that right, Father? An old layabout? Oh, you wound me, Liana. I know your duties at the cathedral keep you busy, Father, but honestly, you're no help at all when it comes to keeping a household running. Er ist auch keine Frau, Mensch.
kill you to cook a meal or dust the bookshelves from time to time? Das ist total gegen die Bibel, Mensch. Oh my. When you put it that way, I suppose I am quite useless after all. So even the great and beloved Archbishop falls short in the discerning eye of his daughter. So it would seem, Ophelia. So it would seem. Now, tell me, Liana. Are you prepared for your journey to the Cave of Origin? But of course, Father. I am ready. The deepest recess of that cave is where you will find the first flame. You will take the ember to the churches across the realm, where it will serve to light the sacred fires that... This is the kindling, the time-honored rite held without fail once every 20 years since the days of old. Your journey will not be an easy one. As soon as you step foot into the wilderness, you will be met with lawless villains and savage beasts. Yes, many a servant of the church has made this journey throughout our history. Some have never returned. But I know you can do this, my daughter. Everyone has put their faith in you. You have my word, Father. I won't let you. I won't let anyone down. I will carry out the rite, just as you did 20 years before. Very good, my child. Very good. Father? Are you all right, Your Excellency? It's nothing to worry yourselves over. Just my years announcing their advance. Ja, da bin ich mir sicher. Deswegen wird es mir auch hier gezeigt. Ich meine, es wird bestimmt nichts Wichtiges sein. Nein, er wird bestimmt nicht bald sterben oder so. Nein, nein. Oh, you mustn't sound so gloomy, Your Excellency. There is still so much we would learn from you before we let you call yourself Archbishop Emeritus. Ophelia is right, Father. Like she always is. You should retire for the day and let your body recuperate. We can handle things from here. We will let the Pontiff know that you are resting in your chamber, sir. When my two girls insist, who is this old man to deny them? I will leave the preparations for today's service to you. We will take care of everything, Your Excellency. I'll see Father back to his chambers. Thank you, Liana. I will see to our duties here. Ich möchte übrigens mal anmerken, dass die deutsche Übersetzung echt nicht gut ist. Meiner Meinung nach zumindest. Einfach weil man wirklich merkt in der englischen Synchro, dass in jedem Gebiet die Leute absolut anders sprechen. Ich meine, am stärksten hat man es natürlich jetzt bei Hanit gemerkt, wo alle komplett altmodisch Englisch geredet haben, aber insgesamt wirklich, in jedem Gebiet haben die Leute ein bisschen anders geredet. Und das merkt man wirklich immer und immer wieder, aber im Deutschen, die Übersetzung ist einfach immer wieder dasselbe. Aber vielleicht kann man das auch nicht so gut rüberbringen im Deutschen wie im Englischen. Und es geht halt nicht mal nur um irgendwelche Akzente oder sowas, sondern wirklich einfach nur um, welche Wörter und so gewählt werden. Ergibt das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht merkt ihr das ja gar nicht so sehr wie ich und ich bilde mir das nur ein. Ich hab doch keine Ahnung, Mensch. Ich beginne wohl besser sofort mit den Vorbereitungen für die nächste Zeremonie. Die da wären? Meine Güte, was macht denn das Kind hier ganz alleine? Ich sehe kein Kind. Ach da, hi. Gib mir eine Motivation, eine Quest. Was ist denn los, mein Kind? Lass mich in die Welt aufbrechen. Okay, das war ein bisschen angsteinflößend, alright. Meine Mami, sie ist weg und ich kann sie nirgends finden. Komm zurück, Mami, lass mich hier nicht alleine. Sie wollte doch nur in diese dunkle Hülle außerhalb der Stadt aufbrechen.
Ist ja gut, ist ja gut. Lass uns mal deine Tränen trocknen. Soll ich dir helfen, deine Mami zu finden? Kannst du sie wirklich finden? Of course. Natürlich, mein Kind. Die heilige Flamme wird uns den Weg weisen. Obwohl ich hier eigentlich Vorbereitungen treffen muss. Nein. Ich kann diesen armen Jungen nicht allein lassen. Wenn ich schnell zurück bin, werde ich wohl noch alles schaffen. Ja, so, jetzt wird uns unsere Path-Action beigebracht. Denn, wo kommen die ganzen Leute her? Ja, wir können mit ihr dasselbe machen wie... Hör auf damit. So geht das, genau. Wir können führen. Das ist prinzipiell genau dasselbe wie mit Primrose. Nur ohne Prozentzahl, wie man sieht. Und zwar ist es so, dass es jede Fähigkeit quasi zweimal gibt. Wobei eine davon... Oh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aber eine davon ist halt quasi die nette Variante und die andere ist die böse Variante jeweils. So, ja, ist es halt jetzt mit Primrose, dass das eine Betanzen ist und eventuell klappt es. Und wenn es nicht klappt, dann wird halt unser Ruf sinken. Und mit ihr können wir prinzipiell jetzt mal mit einer 100%igen Chance immer alle Leute mitnehmen. Allerdings gibt es bei einigen Leuten halt eine Levelbegrenzung. Sowas haben wir auch schon bei... Wem war denn das jetzt? Ich habe bei Therion gesehen. Oder bei Elfen? Ne, bei Elfen, genau. Bei Elfen haben wir es gesehen. Therion war ja auch eine böse Aktion. Er stiehlt ja schließlich, ne? Ja, ich glaube, ihr habt das System verstanden, oder? Ich weiß es nicht. Hier. Grant. Seine Mutter. Das ist also die berühmte Kathedrale. Sie ist wahrlich prächtig. Anscheinend nicht. Was ist mit dir? Du bist ein Ritter, okay. Willkommen in der großen Kathedrale von Flammhold. Seid ihr wegen des Gottesdienstes hier? Ich glaube, ich arbeite hier, mein Sohn. Oder sowas in der Art jedenfalls. Was ist mit dir? Viele Gläubige kommen in diese Kathedrale, um Führung durch die heilige Flamme zu erbitten. Ja, da gehöre ich nicht zu. Oh mein Gott, oh mein Gott. Glänzende Fliesen, seht ihr es? Seht ihr die glänzenden Fliesen, das Licht aus dem Fenster, was darüber glänzt? Ich sehe es auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Wir von der Kirche der Heiligen Flamme verehren unseren allmächtigen Gott Elfric. Wir huldigen auch dem heiligsten Symbol seines Geistes auf Erden, der Heiligen Flamme. Ja, das ist die da hinten, hä? Meinetwegen, meinetwegen. Aber wo ist deine verdammte Mutter? Wo ist sie? Ist sie draußen? Ist sie drin? Ich habe doch keine Ahnung. Wir werden jetzt hier raus und finden es heraus. Genau. Ich gehe mal vielleicht ein paar Schritte weiter, wie wir es damit... Ah, da ist es ja schon. So leicht kann es gehen, ne? Mother! Young man! Da bist du ja. Oh! Schwester Philia, wie kann ich euch nur danken, dass ihr euch um meinen kleinen Lausebengel gekümmert habt? Und du, wie oft muss ich dir noch sagen, dass du nicht alleine losgehen sollst? Actually. Bitte schimpf nicht mit dem armen Jungen. Er war die ganze Zeit so tapfer und lieb. Thank you so much. Ihr seid so gut, die Schwester Philia. Ich weiß auch, wie sehr ihr in der Kapelle beschäftigt seid. Vielen Dank, dass ihr mir trotzdem geholfen habt. Es ist kein Wunder, dass der Erzbischof so stolz auf seine beiden Töchter ist. Auf seine beiden Töchter? Ja, du bist auch einer davon, Mensch. Aber ihr werdet doch sicher wissen, wie stolz er auf euch und eure Schwester Liana ist. Truly? Das sagt er? But of course. Aber natürlich, fast jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche. Und jetzt komm, kleiner Mann, bedanke dich bei Schwester Philia und dann müssen wir nach Hause. Thank you. Danke, Schwester Philia. Gern geschehen, mein Junge. Aber versuche künftig bei deiner Mutter zu bleiben, ja? Sehr schön, sehr schön. Und vor allem immer diese Adoptivkinder, die nicht wissen, dass ihre Eltern sie lieben. Eure Exzellenz. Ich werde alles mir Mögliche tun, um die Tochter zu sein, die ihr euch wünscht. Und ihr doch denken, dass sie ihren Eltern zur Last fallen. Nur weil sie adoptiert wurden, Mensch. Sie hätten euch doch nicht adoptiert, wenn sie euch nicht wollen würden. Habt ihr vielleicht einen Moment Zeit, Schwester? Mit Sicherheit. Of course.
Ja, kann ich euch helfen, guter Herr? Wisst ihr möglicherweise, wo ich seine Exzellenz, den Erzbischof, finden kann? Dürfte ich wohl erfahren, wer nach ihm fragt? Ah, bitte entschuldigt meine schlechten Manieren. Ich heiße Matthias und ich bin dahinter der Leoniel... Des Leoniel Konsortiums. Der Erzbischof hat sich großzügigerweise zu einer Transaktion mit uns bereit erklärt. Well then. Ein Händler? Ich verstehe. Freut mich, euch kennenzulernen, mein Herr. Ich bin Schwester Ophelia. Ach, ihr seid also Schwester Ophelia. Ich habe schon so viel von euch gehört. Als der Erzbischof mich kontaktierte, um meine Dienste in Anspruch zu nehmen, erzählt er viel von seinen beiden Töchtern. Seinen beiden Töchtern? Er hat zwei davon? Auch hörte ich, dass Schwester Liana die nächste Flammenträgerin sein wird. Das Reich ist wahrlich gesegnet mit zwei solch loyalen Dienerinnen. Tatsächlich hat mich der Erzbischof heute hierher bestellt, um eure Schwester für die bevorstehende Reise auszurüsten. Ach wirklich? Wir sind euch für eure Unterstützung sehr verbunden. No, no. Gern geschehen, gute Schwester. Es ist die Pflicht der Gläubigen, der Kirche zu dienen. So wie die Kirche uns ebenfalls unermüdlich dient. Der Typ ist mir echt suspekt, muss ich übrigens sagen, ne? Nur mal so am Rande. Ich glaube, der ist böse. Schwester Ophelia, ihr müsst sofort kommen. Ist mein Vater gestorben, oder was? Was ist denn los? It's a disaster! Okay, es ist ein Desaster. Ach, Schwester Ophelia, es geht um den Erzbischof. Seine Exzellenz ist zusammengebrochen. But how could... Was? Ich komme sofort. Meister Matthias, verzeiht, dass ich euch allein lasse, nachdem ihr so weit gereist seid, aber... No, no. Verschwendet keine Gedanken an mich, Schwester. Bitte begebt euch sofort zum Erzbischof. Forgive me. Vielen Dank für euer Verständnis, Herr. Bitte entschuldigt mich. Er ist mir trotzdem noch suspekt, hä? Ja, jetzt ist er mir noch suspekt, dadurch, dass die Kamera an ihn rangeht. Ranzoomt. Nicht ranzoomt, aber ranschwenkt. So, das war das Wort. Und er geht weg. Nachdem er nachgedacht hat, darüber, was er getan hat. Er ist daran schuld. Er hat ihn vergiftet. Eure Exzellenz. Ophelia, please. Ruhig, Ophelia. Hol jetzt mal Luft. Forgive me, Liana. But His Excellency... Das ist ja gevoice-acted. What His Excellency needs most now is rest. Please try not to excite him. Of course. Forgive me. Anna? Yes, Father? The pilgrimage. The sacred flame. Do not worry yourself, Father. I will perform the rite without fail, just as you taught me. That is... going to... hear. Father! Worry not, Sister Liana. He is only resting. Noch. Noch. Liana. Sister Liana, are you not well? I'm fine. I think I just need some fresh air. She is trying to act strong before the others. I worry for her. I should be by her side at a time like this. Und wir haben immer noch keinen Grund, um in einen Dungeon zu gehen, Mensch. Wobei, zum Hügel über der Kathedrale gehen? Der Hügel, auf dem ein Dungeon ist.
Nein, ich bezweifle sehr stark. Okay, dann gehen wir einfach mal, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall wieder einer der längeren Prologe. So mit Therion, der ging ja auch ziemlich lange tatsächlich. Wo ist ein Hügel über der Kathedrale, Mensch? Ich kenne mich doch hier gar nicht aus. Okay, ich gehe mal runter. Anscheinend muss ich auch nach unten gehen. Okay. Wenn das Spiel das sagt, dann vertraue ich mal der Wegweisung hier. Zumindest ein bisschen. Okay, ich scheine richtig zu sein auf jeden Fall. Und da sind schon wieder diese schönen Blumen tatsächlich, die wir schon mal gesehen haben bei der Viper. Liana, how are you feeling? Ophelia? Ach, jetzt stirbst du auch noch, oder was? Okay, du bist ja deprimiert und traurig. Das ist in Ordnung. Liana. Wobei ich es jetzt echt unterhaltsam gefunden hätte, wenn einfach ihre gesamte Familie jetzt eben mal verreckt wäre. Gleichzeitig. Das wäre ein schöner Start eigentlich in eine Story, oder? Alle Thinking sterben. about what might happen makes me feel so scared, so angry that I feel like my heart might just burst. But if I fall to pieces now, everyone will lose hope. I must be strong. And soon, I must depart on the pilgrimage. The rite cannot be put off any longer. There are centuries of tradition we must obey. But leaving my father behind, without even knowing if I'll ever see him again. Don't despair, Liana. We are together in this. We will find a way. Ophelia. Vor 15 Jahren hat seine Exzellenz mich aufgenommen. Nachdem ich meine Familie im Krieg verloren hatte, blieb mir nichts. Und niemand, der sich um mich kümmern konnte. Now then. Verzweifle nicht, Ophelia. Von diesem Tag an sind wir deine Familie. Das ist Leana, meine Tochter, deine neue Schwester. Wer ist Leana? Du kannst mich aber gerne Anna nennen. Wenn du möchtest. Nein, nein, passt schon. Haben wir offensichtlich nie übernommen. Was ist denn los mit ihr? Ja, na, ich fürchte, dass Sophia etwas sehr Schlimmes durchgemacht hat. Wir sollten sie daher wieder aufmuntern. Gemeinsam werden wir im Licht der heiligen Flamme unser Glück finden. Ja, Vater. Ich werde die beste Schwester überhaupt sein, Ophelia. Die ersten Tage im Haus des Erzbischofs verbrachte ich in meinem Zimmer und sprach mit niemandem. Sie war es, die mich aus meinem Panzer befreite. Liana, meine beste Freundin, meine Schwester. In einen Dungeon! Und daran erinnern wir uns jetzt und dann gehen wir jetzt dahin. Jetzt sofort! Oder sie erinnert sich nur an den Hügel. Ich frage mich echt, wie wir in einen Dungeon kommen sollen. Tut mir leid, dass ich das die ganze Zeit anmerke, aber sorry. Es verwirrt mich so sehr.
It's just a little further. Come on, we're nearly there. Here we are. What is this place? It's my favorite place in all the world. Maybe it could become your favorite place too. It's beautiful. Isn't it, though? That's why I love it here. Here, Feely. This is for you. So now, won't you play with me? Still no? Crying? No, I'm not crying. Good to hear it. We're going to be the best of sisters, Feely. I just know it. I'd like that too, Liana. Then it's settled. Oh, next time I'll teach you my favorite game. And then... Nachdem ich meine Familie verloren hatte, war ich überzeugt, dass es mein Schicksal war, den Rest meines Lebens allein und traurig zu sein sogar, nicht nur alleine. Aber Liana vertrieb meine dunklen Gedanken, gab mir die Kraft, wieder ins Leben zurückzukehren. Ach ja, es ist ja schon irgendwie schön, ne? Das ist halt jetzt nicht so schön, dass ihr Vater jetzt verreckt irgendwie, ne? Aber... Ach Mensch. Es tut mir leid, dass ich mich so davon gemacht habe. Ich werde an Vaters Seite zurückkehren und bei ihm bleiben, solange ich kann. Yes. Bitte tu das, Liana. Er wird sich schneller erholen, wenn er dich an seiner Seite weiß. Wir haben sie echt nie Anna genannt, ha? Aber sie uns Philly. Die Erkrankung des Erzbischofs lastet auf Liana schwerer als auf allen anderen. And yet. Und doch muss sie das vor ihren Mitmenschen verbergen. Morgen wird sie aufbrechen, um die Glut aus der Höhle des Ursprungs zu holen. In that case. Wenn ich an ihrer Stelle die Glut holen würde, dann könnte Liana bei ihrem Vater bleiben. Mhm. Welch eine kreative Idee, das wäre ja schon ein Dungeon, das tut mir leid. Ist so wirklich leider, dass ich so oft sage gerade, aber... Ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Dungeon. Natürlich könnte auch ich nicht ertragen, ihn zu verlassen. Und wenn ein anderer die Glut holen würde, müsste er auch auf die Wallfahrt gehen und den Ritus vollziehen. Ganz zu schweigen vom Betreten der... Höhle ohne kirchlichen Segen. Da würde mir mehr drohen als nur eine Standpauke, das ist sicher. Soweit ich mich erinnern kann, liegt die Höhle des Ursprungs in den Gebirgsausläufern östlich von hier. Jupp, dann ist das wohl tatsächlich jetzt der Dungeon. Und da kommen natürlich gleich alle mit, das war ja zu erwarten, nicht wahr? Ja, ja, machen wir, versprochen. Wirklich. Gut, aber dann würde ich mal sagen, der Part geht schon echt lange. Also, höre ich in dieser Stelle mal auf, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und sagt mir, was ihr von dieser Story haltet, weil ich finde, die Story ist bis jetzt, ich glaube, meine Lieblingsstory, muss ich sagen, auch wenn ich mich die ganze Zeit ein bisschen drüber lustig gemacht habe, ja, ich gebe es zu, auch wenn ich ein bisschen was gegen Kirchen habe, eventuell so ganz allgemein, aber irgendwie war es doch schon ganz süß, ne? Dann jedenfalls bis zum nächsten Mal. Ciao.